In unseren Städten herrscht jede Menge Verkehr. Alle sind immerzu irgendwohin unterwegs. Das eigene Auto ist dabei immer noch ein beliebtes Verkehrsmittel. Und trotz technischer Entwicklungen und politischer Maßnahmen, der urbane Verkehr führt nach wie vor zu Problemen, belastet die Umwelt und unsere Gesundheit. Problem: Luftschadstoffe. Der Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen für Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Stickoxide. Dank der Umweltzonen hat sich in vielen Städten die Feinstaubbelastung verringert. Doch auch geringe Feinstaubkonzentrationen können der Gesundheit schaden. Ein großes Problem für Mensch und Umwelt sind die hohen Emissionen von Stickstoffdioxid. Messungen zeigen, in den Innenstädten werden die Grenzwerte für Luftqualität regelmäßig überschritten. Hier besteht großer Handlungsbedarf. So sollten in Innenstädten nur noch die Fahrzeuge fahren dürfen, die die Abgasgrenzwerte einhalten, auch auf der Straße. Problem: Platz. Unsere vielen Autos brauchen auch sehr viel Platz. Ein Pkw steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag. Platz, der für mehr Wohnraum, Parks oder öffentliche Räume genutzt werden könnte. Oder für Fußgänger und Radfahrer. Städte können zum Beispiel breitere Fußwege und Fahrradstraßen schaffen oder Einbahnstraßen für Radfahrer öffnen. Dies sind einfache, aber effektive Mittel, um Luftbelastung und Lautstärke zu reduzieren. Problem: Lärm. Verkehr ist laut. Leiser wird es zum Beispiel durch mehr und größere Tempo-30-Zonen. Nicht nur in Wohngebieten, sondern auch an städtischen Hauptverkehrsstraßen. Die Luft wird so auch besser. Problem: Klimawandel. Nicht zuletzt beschleunigt der Verkehr den Klimawandel. Autos, Lkw, Flugzeuge und so weiter sind zusammen für rund 18% aller klimaschädlichen Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Anders als alle anderen Sektoren wie Energiewirtschaft, Industrie und Landwirtschaft bläst der Verkehr noch genauso viele Treibhausgase in die Luft wie vor 25 Jahren. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sollte zum Beispiel Elektromobilität stärker gefördert werden. Dabei geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Busse und Lkw. Denn was elektrisch fährt, stößt lokal keine Abgase aus. Aber auch jede und jeder Einzelne kann etwas tun, um die Belastungen für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Logischerweise am besten zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Wer in öffentliche Verkehrsmittel statt ins Auto steigt, verursacht weniger Luftschadstoffe und Treibhausgase. Obendrein brauchen Bus und Bahn deutlich weniger Fläche. Auch Carsharing spart Emissionen, Geld und Fläche. Das Gleiche gilt natürlich für Fahrgemeinschaften. Übrigens, ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt mindestens 4 Pkw. Und ein Elektroauto, das mit Strom aus Sonne, Wind und Wasser fährt, schont Klima und Luft. Es ist möglich, den Stadtverkehr zu optimieren. Und weniger Verkehr, vor allem Autoverkehr, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Lebensqualität von uns allen. In unseren Städten herrscht jede Menge Verkehr. Alle sind immerzu irgendwohin unterwegs. Das eigene Auto ist dabei immer noch ein beliebtes Verkehrsmittel. Und trotz technischer Entwicklungen und politischer Maßnahmen, der urbane Verkehr führt nach wie vor zu Problemen, belastet die Umwelt und unsere Gesundheit. Problem: Luftschadstoffe. Der Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen für Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Stickoxide. Dank der Umweltzonen hat sich in vielen Städten die Feinstaubbelastung verringert. Doch auch geringe Feinstaubkonzentrationen können der Gesundheit schaden. Ein großes Problem für Mensch und Umwelt sind die hohen Emissionen von Stickstoffdioxid. Messungen zeigen, in den Innenstädten werden die Grenzwerte für Luftqualität regelmäßig überschritten. Hier besteht großer Handlungsbedarf. So sollten in Innenstädten nur noch die Fahrzeuge fahren dürfen, die die Abgasgrenzwerte einhalten, auch auf der Straße. Problem: Platz.
Unsere vielen Autos brauchen auch sehr viel Platz. Ein Pkw steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag. Platz, der für mehr Wohnraum, Parks oder öffentliche Räume genutzt werden könnte. Oder für Fußgänger und Radfahrer. Städte können zum Beispiel breitere Fußwege und Fahrradstraßen schaffen oder Einbahnstraßen für Radfahrer öffnen. Dies sind einfache, aber effektive Mittel, um Luftbelastung und Lautstärke zu reduzieren. Problem: Lärm. Verkehr ist laut. Leiser wird es zum Beispiel durch mehr und größere Tempo-30-Zonen. Nicht nur in Wohngebieten, sondern auch an städtischen Hauptverkehrsstraßen. Die Luft wird so auch besser. Problem: Klimawandel. Nicht zuletzt beschleunigt der Verkehr den Klimawandel. Autos, Lkw, Flugzeuge und so weiter sind zusammen für rund 18% aller klimaschädlichen Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Anders als alle anderen Sektoren wie Energiewirtschaft, Industrie und Landwirtschaft bläst der Verkehr noch genauso viele Treibhausgase in die Luft wie vor 25 Jahren. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sollte zum Beispiel Elektromobilität stärker gefördert werden. Dabei geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Busse und Lkw. Denn was elektrisch fährt, stößt lokal keine Abgase aus. Aber auch jede und jeder Einzelne kann etwas tun, um die Belastungen für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Logischerweise am besten zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Wer in öffentliche Verkehrsmittel statt ins Auto steigt, verursacht weniger Luftschadstoffe und Treibhausgase. Obendrein brauchen Bus und Bahn deutlich weniger Fläche. Auch Carsharing spart Emissionen, Geld und Fläche. Das Gleiche gilt natürlich für Fahrgemeinschaften. Übrigens, ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt mindestens 4 Pkw. Und ein Elektroauto, das mit Strom aus Sonne, Wind und Wasser fährt, schont Klima und Luft. Es ist möglich, den Stadtverkehr zu optimieren. Und weniger Verkehr, vor allem Autoverkehr, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Lebensqualität von uns allen. In unseren Städten herrscht jede Menge Verkehr. Alle sind immerzu irgendwohin unterwegs. Das eigene Auto ist dabei immer noch ein beliebtes Verkehrsmittel. Und trotz technischer Entwicklungen und politischer Maßnahmen, der urbane Verkehr führt nach wie vor zu Problemen, belastet die Umwelt und unsere Gesundheit. Problem: Luftschadstoffe. Der Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen für Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Stickoxide. Dank der Umweltzonen hat sich in vielen Städten die Feinstaubbelastung verringert. Doch auch geringe Feinstaubkonzentrationen können der Gesundheit schaden. Ein großes Problem für Mensch und Umwelt sind die hohen Emissionen von Stickstoffdioxid. Messungen zeigen, in den Innenstädten werden die Grenzwerte für Luftqualität regelmäßig überschritten. Hier besteht großer Handlungsbedarf. So sollten in Innenstädten nur noch die Fahrzeuge fahren dürfen, die die Abgasgrenzwerte einhalten, auch auf der Straße. Problem: Platz. Unsere vielen Autos brauchen auch sehr viel Platz. Ein Pkw steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag. Platz, der für mehr Wohnraum, Parks oder öffentliche Räume genutzt werden könnte. Oder für Fußgänger und Radfahrer. Städte können zum Beispiel breitere Fußwege und Fahrradstraßen schaffen oder Einbahnstraßen für Radfahrer öffnen. Dies sind einfache, aber effektive Mittel, um Luftbelastung und Lautstärke zu reduzieren. Problem: Lärm. Verkehr ist laut. Leiser wird es zum Beispiel durch mehr und größere Tempo-30-Zonen. Nicht nur in Wohngebieten, sondern auch an städtischen Hauptverkehrsstraßen. Die Luft wird so auch besser. Problem: Klimawandel. Nicht zuletzt beschleunigt der Verkehr den Klimawandel. Autos, Lkw, Flugzeuge und so weiter sind zusammen für rund 18% aller klimaschädlichen Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Anders als alle anderen Sektoren wie Energiewirtschaft, Industrie und Landwirtschaft bläst der Verkehr noch genauso viele Treibhausgase in die Luft wie vor 25 Jahren.
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sollte zum Beispiel Elektromobilität stärker gefördert werden. Dabei geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Busse und Lkw. Denn was elektrisch fährt, stößt lokal keine Abgase aus. Aber auch jede und jeder Einzelne kann etwas tun, um die Belastungen für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Logischerweise am besten zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Wer in öffentliche Verkehrsmittel statt ins Auto steigt, verursacht weniger Luftschadstoffe und Treibhausgase. Obendrein brauchen Bus und Bahn deutlich weniger Fläche. Auch Carsharing spart Emissionen, Geld und Fläche. Das Gleiche gilt natürlich für Fahrgemeinschaften. Übrigens, ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt mindestens 4 Pkw. Und ein Elektroauto, das mit Strom aus Sonne, Wind und Wasser fährt, schont Klima und Luft. Es ist möglich, den Stadtverkehr zu optimieren. Und weniger Verkehr, vor allem Autoverkehr, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Lebensqualität von uns allen.